Was ist wer? Gigadramon. Ja, genau. Ja, stimmt, genau. Gigadramon, nicht Mega. Weiß noch irgendjemand, was das für ein Typ war? Ich bin der Meinung, das war ein Dateityp. Also nehme ich Belzimon als Kämpfer mit. Leider ist Kuschel, naja. Ne? Also es kann sein, dass er uns wehtut. Genauso wie Christina leider auch. Naja, ne? Virus? Der war Virus? Echt? Dann ist er das doch gar nicht. Dann ist er das... Okay, gut. Wenn er doch Virus war... Attacke! Kann ich speichern? Ich kann nicht speichern. Wir speichern. Okay, Attacke! Spring dich um, Alter! Schlachte dich ab. Ah, da ist noch eins. No, Harley träumt. Sie quietscht da hinten. Ich weiß nicht warum, aber ich mache Schutzgitter. Ich weiß nicht, was uns erwartet, deswegen ich. Und da ich im Allgemeinen einfach nur mega Schiss habe vor einfach allen Digimons, die es gibt. Oh, okay. Alles klar, die sind jetzt nicht so hart. Okay, die sind nicht so hart. Die kann ich noch töten. Die krieg ich tot. Das ist kein Problem, die kriege ich tot. Die kriege ich tot. Strahlender Laser. Ah. Entschuldigung. Nee, aber... Ich habe keine Ahnung, von was sie träumt. Sie hat Dinge schon gesehen, die sollte kein Hund sehen. Ah, naja, so viel Damage auch nicht. Sie träumt bestimmt davon, was für ein toller Typ ich bin. Ich meine, wer träumt nicht davon, was für ein toller Typ ich bin? Ich glaube, es träumt einfach jeder. Jeder träumt davon, was für ein geiler Typ ich bin. Sandy ist wieder arbeiten. Ich habe Urlaub, aber sie muss arbeiten. Leider hat das mit ihrem Urlaub nicht ganz so geklappt. Ich mach mal weiter dieses Chaos-Dings da. Das macht nicht viel Schaden. Aber wir machen es trotzdem. Na, manchmal bin ich auch froh, dass wir Schutzgitter machen, ganz ehrlich. Oder Harley träumt gerade davon, die Welt zu erobern. Sitzt sie auf ihren kleinen Thron und befiehlt die Menschen, die an der Leine laufen, irgendeine Statue für sie zu bauen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So schätze ich Harley auch ein. Der war jetzt einfach. Ui, noch mehr Zeug. Folge dem Glitzerzeug. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Oh, oh, eine Case-Notiz. Nummer 4. Gut, wir haben 2 und 3 verpasst. Ich weiß es nicht. Hi. Kann ich speichern? Krasser Scheiß, wir können speichern. Krasser Scheiß, schnell speichern. Hartgespeichert.de. Oh, bin ich froh, dass wir gerade speichern können. Das ist schön, das ist schön. Der war jetzt aber wirklich, der war einfach. So, gespeichert und wir gehen einfach tiefer in den Server rein. Immer tiefer. Was ich aber wieder mache, ich weiß, für viele ist es vielleicht langweilig, aber es wird, glaube ich, einfach auf Dauer echt nervig, wenn wir die ganze Zeit von irgendwelchen kleinen Rookies angegriffen werden, kaum EXP dafür bekommen, wir brauchen sowieso keine EXP und ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist nervig. Ich finde auf jeden Fall verdammt viele Medaillen, die ich den... Hey! Was ist da? Achso, das ist diese Wand hier, glaube ich. Ja, okay. Sagen, wo laufe ich denn jetzt gegen? Also da können wir echt sehr viel denen geben. Nachher, später, demnächst.
Ich glaube, dadurch, dass wir das ausgeschaltet haben mit Zufallskämpfen, ist das Ganze auch nochmal ein großes Stück einfacher geworden. Wie viele Ebenen hat dieser Laden denn? Ich will alles mitnehmen. Seht ihr? Da ist nämlich noch was. Wir hätten niemals eine Paris-Rimon-Medaille bekommen, hätten wir nicht überall geguckt. Bläh, da will ich noch nicht runter. Überall sein, überall angucken, jede Medaille mitnehmen. So wie die hier. Sanmon. Ich frage mich, ob die hell ist. Sanmon sagt mir nichts. Einfach nichts. Sanmon sagt mir einfach nichts. Und wir finden schön viel medizinisches Spray. Was ja auch gar nicht mal schlecht ist. Was? Deine Katze ist Vegetarier? Ist das überhaupt gut für eine Katze? Kann sie davon überhaupt leben? Ich meine, muss sie nicht Fleisch haben? Und lebt sie auch enthaltsam? Hat die so einen Enthaltsamkeitsring? Was ist denn verrückt nach Oliven? Ih, Oliven. Oliven sind so eklig. Waldurmon-Medaillen, Alter, wir finden hier so viele Medaillen. Ich muss da nachher echt mal hingucken zu den Medaillenhampel. Boah-Mon-Medaille. Ich will ein Boah-Mon haben. Missy-Mon. Missy Elliot oder was? Nee. Achso, hier geht's lang. Achso. Ja, ich war gerade kurz verwirrt. USB mit großem Volumen. Braucht keiner. Oh, diese Server. Petaldramon, ich habe keine Ahnung. Irgendjemand singt im Hintergrund. Das bin ich. Ja, so singe ich. Kommt mit klar. Mike-Mon. Alter, geil. Wenn du jetzt Mike hast, hast du ein eigenes Digimon. Krass. Ich will jetzt Mike heißen. Dann mache ich mir einen Mike-Mon. Manu, keine Musik mehr im Hintergrund. Njam, 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 njam. Demi Meramon. Kenkimon. Oh Gott, so viele Medaillen. Der Typ muss ja ausflippen, was ich ihm nachher an Medaillen reinwerfe in den Schuh. Okay, jetzt werde ich angeflüstert. Das ist ein bisschen gruselig. Okay, angeflüstert werden ist aber gruselig. Die Musik ist irgendwie gruselig. Taktik-USB, ja toll, jetzt brauche ich die auch nicht mehr. Cerberus. Petaldramon-Medaille. Habe ich das nicht gerade eben schon mal bekommen? Kriege ich schon doppelte Medaillen oder was? Alle Würze wie.
Ich habe russischen Zupfkuchen zu Hause. Popcornmon, geil. Jetzt schön Popcorn essen. Weil ich ja nicht so ein Fan von Popcorn bin. Aber jedes Mal, wenn Sandy Popcorn auspackt, fresse ich hier das immer alles weg. Oh, guck mal hier, da ist Grand Lokomon. Okay, Grand Lokomon ist aber auch cool. Ich bleib mal in der Konstellation. Ich bin mal gespannt, was Grand Lokomon so kann. Ich finde das Digimon eigentlich... Ich finde das irgendwie cool. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt finde ich Grand Lokomon cool. So, wir müssen aber durchwechseln. Denn das ist ein... Ist das richtig jetzt? Nee, doch. Ja, muss richtig sein. Na gut, Lynn ist jetzt nicht gerade das, was wir brauchen. Deswegen setzen wir da mal Mr. M ein. Was, dein Handy fuckt dich so richtig ab? Warum? Gewaltisches Erdbeben. Gewaltisch. Ich mach mal Weltgeist. Das war doch, glaube ich, irgendwas richtig Cooles, oder? Irgendwas total Hilfreiches war das, glaube ich. Ich glaube. Das ging relativ schnell. Das ging relativ schnell. Das ging sehr relativ schnell. Puro Puromon Medaille. Medaillen über Medaillen. Okay, ich sehe jetzt leider ja nichts mehr langsam. Okay, ich gehe nochmal hier zurück. Ich gehe einfach nochmal hier zurück, weil Belzemon mit dem Motorrad fährt. Ich fahre mit dem Motorrad. Case Notiz 5. Hätten wir beinahe verpasst. Wiederbelebungsspray. Hätten wir beinahe verpasst. Da vorne glitzert noch was ich nicht gesehen habe, weil meine Digimon zu groß sind. Klasse. Dieses Gesinge im Hintergrund, ne? Macht ein bisschen Angst. I'll be back. So, ich gehe wieder auf mein übliches Geschichte-Ding hier. So. Wir nehmen weiter Lilimon mit. Ich weiß nicht, wie weit es geht und wie tief wir reinkommen und ich weiß nicht, wie viele Level es gibt und ich weiß im Allgemeinen von ja nichts. Ich weiß nur, dass wir jetzt speichern müssen, weil das die einzige Ebene ist, wo wir speichern können. Also weiß ich, dass das wichtig ist. Zack. Zack. So, Hochsicherheit und Latschen. Kenkimon. Ich weiß noch nicht mal, was ein Kenkimon ist. Ich weiß sowieso nichts mehr. Ich bin sowieso hoffnungslos überfordert mit Digimons. Was total bitter ist. Die sind doch Fallen, oder? Naja, gut, schade. Was, erst das Alte? Was, warum? Ist das nicht irgendwie eigenartig? Gulfmon. Ein Lebenspilz. Und sonst noch was? Oh, oh mein Gott. Die Musik finde ich aber wesentlich beschissener als die wir gerade eben hatten. Das Gesinge war doch ein bisschen gruselig, aber auch romantisch. Das war so eine romantische Gruselheit. Muss ich eigentlich den Server jetzt ganz durchgehen oder fange ich jedes Mal wieder von vorne an, dann wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt wieder erstmal zurück? Also raus. Also komplett raus. DS Starmon Medaille. Ich weiß nicht.
Dark Sister Starmon Medaille. Hallo Ren. Dino Hüben Medaille. Okay, es geht definitiv noch bis Ebene 30. Und wie weit es von da aus denn noch geht, sehen wir dann. Gulfmon-Medaille hatten wir schon. Gib mir wenigstens neue Medaillen. So, ich laufe jetzt hier rum, weil ich habe keine Ahnung. Vielleicht lag da was, man weiß es ja nicht. Dann wäre ich sonst wieder zurückgelaufen. Wäre doof. So, langsam kriege ich Hunger, denn ich habe noch nichts gegessen. Toll. Rin, nicht. Wir sind auf dem Absurd-Server oder wie der heißt, aber sonst hast du nicht viel verpasst. Popcorn-Mon-Medaille. Ja, ich weiß, der heißt nicht Popcorn-Mon, aber ich finde Popcorn-Mon ist halt einfach ein super Digimon. Ist fast so geil wie Cheeseburger-Mon, aber. Oder Burger-Mon oder Hamburger-Mon oder wie auch immer der heißt. Warum muss ich denn jetzt die ganze Zeit gähnen? Das tut voll weh im Kiefer. Scheiße. Ich sterbe. C-Argumon. Keine Ahnung. C-Angemon. Quimsen-Argumon. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich kann es noch nicht mehr erschließen. Alter, ist das ein langer Weg hier. Ich kann es noch im Kreis laufen. So. Yay, Ebene 26. Ist das normal, dass man langsam dem Wahnsinn verfällt, wenn man hier auf diesen Server läuft? Sheepmon. Ich frag mich, ob das billig ist. Versteht ihr? Wegen Sheep. Oder ist es ein Vogel? Wegen Sheep, Sheep, Sheep. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten, dumme Witze zu machen. Und ich suche mir genau die besten raus. La 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 la, Wahnsinn. Was, Chaos? Es gibt ein Chaos Angemon? Das klingt ja auch noch verdammt cool. Ein Chaos Angemon klingt aber cool. Oder war es Stand der Galantmon? Ich habe keine Ahnung. Ich gebe auf. Ich weiß auch schon nicht mehr, was ich hier lesen muss. Ich werd verrückt hier. Ich verfalle dem Wahnsinn. Ah, Glitzerkram. Eine Kraft-Ananas. Ein Savior Heckmon. Eine Grizzlymon. Viximon. Was? Viximon? Wirklich Viximon? Viximon? Spreche ich das richtig aus? Spreche ich Viximon richtig aus? Nee, es ist ja gekocht. Es gibt heute bei uns Ratatouille. Voll geil. Hab ich selbst gemacht, ne? Also ich möchte mal sagen, ich habe das Ratatouille, habe ich selber gemacht. Mit bloßen Händen habe ich das zerkocht. Oder gekocht oder wie auch immer. Na, ich habe es zerkocht. Seine Einzelbestandteile. Es ist nur noch Protoplasma, was da im Topf ist. Aber Hauptsache, ich habe gekocht.